Heute mache ich ein kurzes Video-Review über die Maus von Cooler Master. Das ist die Alcor. Ich drehe mal kurz die Verpackung. Ja, also ich lese mal kurz ein paar Details vor. Die hat 4000 dpi, hat leider nur 4 Farben, die du nur per dpi-Wechsel wechseln kannst. Ja, hier die 2 Tasten, ich drehe mal um, also hier die 2, die sind im Browser, um meine Seite vor und zurück zu gehen. Wenn du die Verpackung umdrehst, dann hast du hier so in der Art Kino-Effekt. Hier siehst du auch nochmal die Beschreibung von der Maus. Und hier siehst du die Maus an sich halt. Ja, ich kann die ja mal kurz auspacken, damit ihr mal seht, wie die so aussieht. Packung mal kurz hier an Seite tun. So, ja, das ist jetzt die Maus. Ich nehme die jetzt mal kurz, wenn man die in der Hand hat, da fällt direkt auf, also die ist griffig, aber die rutscht halt in der Hand. Das Reel, das ist nicht zu laut, also man hört das nicht so, wenn du hier so machst halt. Ja, das ist auch sehr präzise. Hier oben die 2 dpi-Tasten. Hier sind halt für Browser Vorderseite und Rückseite. Hier, das ist das Symbol, wo, wenn du das anschließt, da sind halt die 4 Farben zu sehen.